Ich muss nicht so lange schreiben, bitte. Ich muss jetzt wirklich dem Herrn Kollegen Wittmann ein großes Kompliment machen. Sie sind, Herr Kollege, ein ausgezeichneter Rhetoriker. Wie Sie die Position der SPÖ von der Regierungsfraktion zur Opposition jetzt wirklich total umgekehrt haben. Wirklich großes Lob. Großes Lob. Einmal Applaus vom Rednerpult. Zur damaligen Zeit muss man dazu sagen, war der Untersuchungsausschuss noch kein Minderheitenrecht. Das haben wir Gott sei Dank umgesetzt. Und wir befinden uns derzeit in einer großen Geschäftsordnungsdebatte. Wir wollen die Geschäftsordnung modernisieren. Wir wollen die Geschäftsordnung hier im Hohen Haus anpassen. Und ich glaube, dass wir nicht nur einzelne Regelungen herausnehmen sollen, sondern den Entwurf des Kollegen Noll aufnehmen und in dieser großen Geschäftsordnungsdebatte zu behandeln. Damals übrigens, wie wir den Antrag eingebracht haben, waren die Meinungen sehr gespalten. Von der damalige Justizminister Brandstätter hat gemeint, es ist überhaupt totes Recht, das wir abschaffen könnten. Die SPÖ-Präsidentin des Nationalrates, Gott hab sie selig, Barbara Brammer, hat übrigens dazu gesagt, Herr Kollege Wittmann, ich halte gar nichts davon. Und außerdem muss ich Ihnen ehrlich zugeben, wir hätten das damals natürlich unterstützen auch gerne gemacht, dann hätte die letzte SPÖ-geführte Regierung aber keinen einzigen Tag arbeiten können, weil die hätten wir jeden Tag eine Ministereinklage eingebracht. Und ich denke, vor allem wegen dem Rechtsbruch im Jahr 2015 wäre das sogar vom Verfassungsgerichtshof durchgegangen. Damals leider war es nicht möglich. Jetzt werden wir uns im Geschäftsordnungsausschuss damit befassen und werden eine gute Lösung finden, die irgendwo zwischen abschaffen und beibehalten liegen wird. Herzlichen Dank. Sagt Philipp Schrangl von der FPÖ und der vorerst letzte Rede.